Moin und mal wieder herzlich willkommen bei ARK auf der Center Map. Das erste Mal seit ziemlich, weiß gar nicht genau, 2 Monaten mal wieder eine Folge. Die 5. Ja, es war ja ein Let's Show zu der Map hier geplant. Ja, was heißt, war geplant? Habe ich auch gemacht. Was heißt, das ist schon ein Let's Show in 4 Folgen, kommt man natürlich nicht weit. Aber ich habe beschlossen, einfach mal weiterzumachen, so ab und an, je nachdem, wenn gerade Lust ist, einfach mal eine Folge ARK, kann eigentlich auch nicht schaden. Na, wo ist denn die ganze Horde, die Horde an den, von den Kleinen gehen? Naja, egal. In den ersten 4 Folgen haben wir es ja geschafft, irgendwie auf diesen diese Insel hier zu kommen. An genau diesen Ort, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Hat ja nur ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viele 10 Folgen gebraucht. Und jetzt haben wir hier diese Hausfassade stehen, wo man einfach so rein kann. Deshalb... Bitte? Achso. Ja, könnte ich mir eigentlich zähmen, ne? Hast du recht. Mach ich aber noch nicht jetzt. Sondern erst, glaube ich, wenn das Haus ein bisschen fertiger ist. Du kannst mir eh beim Tragen nicht helfen. Nee, also, ja, doch, das ist... Ah, hier, Level 5, viel besser. Aber würde halt wunderbar als Kühlschrank funktionieren für das Fleisch. Genau, ich erinnere mich, dass hier ja so gut wie kein Holz war. Das ist auch weiterhin der Fall. Hätte ja sein können, dass mittlerweile irgendwie was so reingepatcht wurde, dass ein bisschen was wieder respawned ist oder dass ein bisschen an Rohstoffen jetzt irgendwo... Na, wen haben wir denn da? Neuerdings hauen die übrigens ab, ne, wenn man die schlägt. Bisschen ein Stückchen weit. Tja... Muss wohl erstmal. Ja, ernsthaft jetzt? Wow. Die sind schon beim Ausholen. Ne? Beim Ausholen. Sind die schon kaputt gegangen. Hallo? Da habe ich irgendwelche Einstellungen falsch. 35 Stroh aus diesem einen Baum. Wir haben auch früher weniger gegeben, kann das sein? Alter Schwede, was ist denn da los? Ja, muss ich vor der nächsten... Oh, wie schön. Glühwürmchen. Wow. Das sieht schön aus. Wie schön. Ich meine, die leuchten sehr extrem, ne? Und gehen auch einfach aus und gehen dann wieder an, fliegen auch in Wände rein. Aber ansonsten sehr schön. So, ich kann mir nur vorstellen, dass das noch irgendwelche Einstellungen sind, mal von irgendeinem Test oder irgendwie so. Dass ich da aus Versehen so eingestellt habe, dass aus einem so einem Baum einfach verdammt viel rauskommt. Ganz im Ernst. So wird das Haus schön schnell fertig, wenn mich nicht alles täuscht. Außer wenn dann die Wände auch mehr kosten. Wow, 4. 4 Wände aus einem einzigen, okay. Eine Tür oder 2 Türen? Dann ist ja sowieso noch nicht fertig. Da ist nochmal ein neues Fundament, dafür brauchen wir ja Fasern. Das ist ja das eigentlich größte Problem hier. Naja, ich nehme mal noch was mit hier. Ja, da stimmt was nicht. Muss ich vor der nächsten Folge mal fixen. Mache ich nicht jetzt, mache ich zum nächsten Mal, wo ich denke, ich kann auch dran. Und das reicht ja für die nächsten, weiß ich nicht, wieder für ein paar Wände. Oh,
mal dieser Moment, wenn in Ark einmal kurz die Musik einsetzt. Die kommt ja urplötzlich. Die Musik ist die ganze Zeit aus und dann urplötzlich irgendwann. Hey Leute! Was? Wie geil sieht das denn aus? Ja, Halleluja! Wow. Also das Haus kriegt auf jeden Fall eine Dachterrasse. Wow. Die Glühwürmchen, also die sind für mich neu. Ich habe jetzt ein paar Runden Multiplayer gespielt. Aber ich meine nicht, dass da irgendwelche Glühwürmchen waren. Fand ich schon mal nicht so übertrieben leuchtende Glühwürmchen. Boah, wie schön. Wow. Wow. Wow, kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Okay. Weil das Haus soll ja nicht nur eine so breit bleiben, so tief. 1, 2, 3. Da brauche ich nochmal 3 Böden. Dann brauche ich 1, 2 und 5 Wände. 1, 2, 5. So zählt man hier. Dach habe ich auch noch. Will ich gar nicht drauf tun. Was man natürlich machen könnte, wäre auch schon mal hier oben drauf die Wände zu setzen. Ja, kann man aber auch erstmal lassen. Man, da bin ich mit echt gerade ein bisschen geflasht von den Glühwürmchen hier. Also kann ich gar nicht anders sagen. Das sieht wirklich, finde ich, klasse aus. Und ich kannte die auch noch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt mehrere Sätze angefangen, aber keinen zu Ende gebracht, ne? Ich habe auf jeden Fall Multiplayer gespielt. Und da waren keine. Bin ich mir sehr sicher, dass das da keine Glühwürmchen waren. Ich weiß nicht, wann die dazugekommen sind oder ob sie doch... Ich will das Ei da vorne nicht haben, ne? Ganz klar. Ich bin ja nicht lebensmüde. Aber ich will gucken, wem es gehört. Spino? Was für eine Range haben die denn? Also wenn ich jetzt das einnehme, weil hier ist kein Spino. Hier ist weit und breit überhaupt kein Spino. Welche Range hat der? Und würde der mich auch finden, wenn ich das Ei jetzt irgendwo anders reintue? Sag mal so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Stimmt? Ich höre Schritte. Bitte lass ich ihn hier vorne sein. Der mal gerade erst einen abgeseilt hat. Wenn ich halt ein bisschen ängstlich wirke, aber vor so einem Spino sollte man doch Respekt haben eigentlich. Ich finde das gerade dann ganz interessant, dass da einfach so ein Spino-Ei rumliegt, ohne Spino in der Nähe. Jetzt habe ich ein Spino-Ei. Wow, alles klar. Meine Spinos erkennt man ja auf Distanz. Von der die ja meistens hier im Wasser sind. Oder am Wasser. Hm, alles klar.
Was mache ich eigentlich hier oben? Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, warum ich jetzt hier hochgelaufen bin. Aber egal, laufe ich an der anderen Seite einfach wieder runter. Ist das da unten irgendwas? Was ist das? Seht ihr das auch? Also natürlich seht ihr das auch, aber da unten leuchtet was blau im Wasser. Was kann denn das sein, was unten so blau leuchtet? Das kenne ich auch nicht. Weil kann sein, dass das auch schon immer implementiert war irgendwie, je nachdem was es ist. Nur man sieht ja nicht alles unbedingt. Muss ja erstmal diesen Blick haben. Ich meine, ich traue mich unten eh nicht rein. Ich denke mal, dass da unten Piranhas sind. Und gucken wir mal, ob das Ganze hier auch nochmal ist. Hier sehe ich sowas nicht auf der Seite. Einfach so ein blaues Leuchten. Okay, mysteriös. Da muss ich ein bisschen Fleisch essen, denn mein Typ hungert sich einen weg hier. Ist doch Wahnsinn. Vor allem ist das auch nachts überhaupt nicht richtig dunkel, ne? Der Mond ist so hell. Ich dachte gerade, wie spät haben wir es eigentlich? 2.45 Uhr. Sieht jetzt nicht so direkt so aus. Oder? Na, da sehe ich schon den ersten. Da kommt doch der erste Mega-Piranha schon an. Und wen haben wir da? Wer bist du? Ah, okay. Ja, was? Okay, der Mega-Piranha kam gerade von hinten aus dem Stein geschwommen. Alles klar. Das ist natürlich immer der Fall. Dafür sind die Piranhas ja auch bekannt. Hat der überhaupt ein Stück getrunken? Na, egal. Geh gleich hier vorne nochmal ins Wasser. Ach! Und schaut mal, wen wir da haben. Ich weiß nicht, ob es denjenigen beim letzten Mal schon gab. Erstmal, ob hier irgendwo ein Fressfeind ist. Ein Fressfeind ist gut, ne? Irgendwo. Und da hinten ist der Langhalsige. Wo ich ja den Namen nicht mehr weiß. Ne, da hinten der Langhalsige Zweibeiner. Wo sehen? Egal. Und ich weiß nicht, ob es den in den letzten Folgen schon gab. Den Lystro... Saurier, den man übrigens zähmen kann, wenn ich jetzt auf 0, auf den 0, was quatscht denn hier immer so, Leute? Ah, da hinten war Gazpino. Da hinten ist er. Ich habe dein Ei geklaut, aber das weiß ja niemand. Schön. Die sind nämlich besonders fies. Egal, wenn ich jetzt auf 0 Beeren lege, vor allem die Major-Beeren, ist er besonders gerne, dann kann ich den einfach so passiv zähmen, indem ich immer wenn er Hunger hat, ihm eine Beere gebe. Sag mal, was ist denn das hier? Hier ist irgendwo Wasser unter der Insel, ne, und da ist irgendwas drin, kann das sein? Das Geräusch kommt genau von hier, aber hier ist nichts im Wasser. Nichts. Null Niette, was solche Geräusche machen könnte. Naja, mysteriös. Na, auf jeden Fall kann man sich den wunderbar zähmen eigentlich, wenn man genug Beeren hat, was bei mir ja nicht der Fall ist. Ja, da gibt es hier ja grundsätzlichen Buschmangel. Außer hier. Ist ansonsten eher Flaute, was das angeht. Sonst würde ich mir jetzt dazu einen zähmen. Und das dauert auch durchaus mal
eine halbe Stunde, glaube ich, locker, bis man den hat. Mit Metrobären geht es halt schneller als mit anderen Bären. Aber davon habe ich erst recht gerade nicht genug. Ich würde gerne in einer der kommenden Folgen mal zeigen. Die Folge jetzt geht gefühlt eh schon wieder genau die Zeit, die eine Folge bei mir gehen soll. Ungefähr 20 Minuten müssten wir haben und ich habe noch nichts gemacht. Doch, ich habe ein paar Bäume gefällt. Wow. Und ein Spino-Ei gestohlen. So, erstmal das Inventar öffnen. Wo haben wir denn da? Drei Fundamente. Und eigentlich kann man den gesamten Rest als Strohwand oder soll in die Richtung auch nochmal eine Tür? Nochmal ein Türrahmen und eine Tür. Kann man ja erstmal machen. Jetzt müssen wir noch irgendwo Büsche. Hallöchen! Theodon, na? Entschuldigung. Ich wollte dich nicht verscheuchen. Ich war noch ein bisschen Fasern, um Bekleidung herzustellen. Ich habe ja gerade gesehen, dass mein Char überhaupt noch nichts anhat. Der läuft hier nackt durch die Gegend. Sexy Guy, ne? Schaut ihn euch an, Leute. Sexy, sexy. Ja, ja, Grabbel, die Grabbel. Dachte ich doch gerade, der ist ja noch ein Busch drunter. So. Schön, hier ist ein guter Platz gewesen jetzt. Schlage zu, um Ressourcen zu sammeln. Ja. Nein, ich möchte diesen Busch haben und nicht den Baum. Der ist fertig. Hier haben wir noch ein kleines Büschlein. Da war noch ein Busch. Anscheinend haben wir jetzt alle. Das heißt, habe ich hier schon irgendwas? Nein, eine Stoffhose. Für ein Stoffhemd brauche ich jetzt wieder Fasern. Naja, wenn es mehr nicht ist. Achso, ja, könnte man dann auch mal anlegen, ne? Sehr schön. Und gleich ein bisschen besser. Bei 18 Grad muss man ja nicht unbedingt nackt rumlaufen. Kurz ein Frame Drop, keine Ahnung warum. Na, ich muss einmal ins Wasser, ich will eben nochmal trinken. So. Und habe ich irgendjemand angelockt? Nein. Zufällig möchte ich aber vielleicht trotzdem einen Piranha anlocken oder so. Nein, komm da. Da, komm da. Hallo? Ah, endlich. Alles klar. Der hat eigentlich nichts ausgehalten, der Typ hier. Ja, jetzt kriegen wir nämlich rohen Fisch. 7-mal rohen Fisch. Sehr schön. Kommt mir alles ein bisschen mehr vor. Aber vielleicht liegt es auch an der Map. Kann auch sein. Keine Ahnung. Da hinten fiel gerade ein Baum um. Habt ihr das auch gesehen? Ah ja, da natürlich bei den großen Sauriern bleibt kein Baum da stehen, wo er hingehört. So ist das nun mal. Und da hinten links läuft ein Kanu durch die Gegend. Ganz klar, müsste ein Kanu sein. Ich würde mir mal schön umgucken. Ja, auf die Entfernung doch dürfte ein. Oder? Naja, auf jeden Fall Kanus hasse ich ja wie die Pest.
Wer nicht weiß warum, hat niemals Ark gespielt. Oder ist dazu bisher noch nie eine begegnet. Ja, siehe Folge 1. Folge 2. Weil weiß ich gar nicht mehr so genau. Ist ja schon 2 Monate her. Vor dem T-Rex konnten wir locker abhauen. Der ist nämlich langsam wie sonst was. Und dann... Jo, lass erstmal schön einfahren. Und dann kam der Kahn um die Ecke, ne? Und Kanosaurier sind, gelinde gesagt, ich will jetzt nicht sagen, sie wären kleine Arschlöcher, ne? Das wäre ein bisschen übertrieben gesagt. Immer, hier haben wir schön viel Holz und noch schön viele Bären. Ich stelle mir eigentlich mal fürs nächste Mal. Nur sie sind halt nicht nur sehr stark, machen Schaden ohne Ende und halten es aus ohne Ende. Nein, die sind auch noch flink. Ja, das heißt, die laufen mit dem Kopf voran, verfolgen die dich einfach über die halbe Map in der gleichen Geschwindigkeit. Schaffst du nicht. Glaub mir, schaffst du nicht. Nicht zu Fuß. Und leider funktioniert auch eben ein Spieler nicht die Regel, du musst ja nur schneller sein als deine Freunde. Weil im Einzelspieler hat man nun mal keine Freunde. Jetzt erstmal im Schweinsgalopp. Oh, guten Tag. Zurück. Ich frage mich immer noch, wer das hier mal gebaut hat. Ich kann da nur spekulieren. Nebenbei, ich meine, die Umgebung hinten sieht sowieso atemberaubend aus, ne? Mit diesen Felsformationen. Finde ich wunderbar, finde ich richtig wunderschön. Jetzt habe ich da unten nicht nach dem blauen Leuchten geguckt. Ist aber auch egal. Aber das hier. Ich frage mich, wer hat hier was gebaut? Welche Menschen, welche Lebewesen lebten hier? Also welche, ja doch, Menschen müssen es ja schon sein. Auf einer Insel mit Dinosauriern und erbauten... Vor einer halben Ewigkeit, ist ja schon halb zerfallen oder hier schon Moos bewachsen. Man sind ja auch nicht mehr hier. Wer erbaute das? Und vor allem auch warum? Um hier zu leben? Ist jetzt eigentlich kein Ort, um hier zu leben, ne? Ein bisschen zu zugig dafür, würde ich mal behaupten. Also warum sollte man sowas bauen? Ach, da unten sind die ganzen Kleinen wieder. Müssten Comti sein, ne? Die sind nämlich süß. Und Männchen geißen einen männlichen Spieler und Weibchen einen weiblichen Spieler. Also wissen zwar, es im Multiplayer so. Dass das Weibchen zu mir gerannt kam und mich nur anstarrte die ganze Zeit. Dann kam mein Kollege mit dazu, der einen weiblichen Charakter spielt, wurde sofort angegriffen. So, Strohfundamente. Dann kommen die Strohwände. Erstmal kommt der Türrahmen und die Tür. So. Noch vorher. Ja, verwirrt. Oh. Auch nett. Da kann ich eigentlich gleich schon wieder los Holz holen. Ja, machen wir erstmal so. Während ich hier weiterbaue. Eine Strohtür. Und hier Strohwände. Die ich mir einfach erstmal kurz auf die 5. 1, 2, 3, 4. Und wir haben immerhin schon eine, naja, eine halbe Hütte. Fehlt noch eine Wand oben drauf und ein Dach. Wobei natürlich die Wand oben drauf theoretisch gar nicht sein müsste. Aber finde ich, sieht immer schöner aus.
schade, kann man da nicht wieder reinlegen. Ich wollte gerade mal gucken, ob das da vielleicht länger überhält in einem Feuer. Sonst müsste ich doch noch erst einen Dodo zähmen. Eine halbe Stunde. Sonst müsste ich echt erst noch einen Dodo zählen. Wo ist denn unser Level 5er Dodo? Na, Gegenfrage, habe ich Narkobären? Ich habe Narkobären. Dodo Level 5? Kuckuck. Bist du das? Nein. Bist du das? Ja. So, ich weiß gar nicht mehr, was der am liebsten ist. Werden wir aber gleich herausfinden. Dann machen wir das Ganze nochmal so. Rote Beeren habe ich auch noch ein paar. Kann auch nochmal 10 von kriegen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Natürlich am liebsten wie immer erstmal die Mejo-Beeren. Logisch, die werden glaube ich von den meisten am liebsten gefressen. Einmal kurz eine Benutzung erzwingen. Und ich gehe mal ganz schnell eben nach dem Feuer gucken. Na komm, werd fertig. Los, 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 los. Dankeschön. So. Komme, ich eile. Wo liegt er denn? Da liegt er. Er oder sie? Ja. Sehr schön. Immer bevor du mir jetzt alles wegmümmelst, ne? Ich nehme auch nochmal eben eine Handvoll. Wobei, im Moment ist da auch die Azurbären. Oder hatte davon vorher schon eine gehabt? Ja, auf jeden Fall mal wieder eine Narkobeere zwischendurch. Ja, Dodo zähmen geht ja schnell. Schaffen wir in dieser Folge noch. Wird halt eine Folge mit Überlänge. Macht aber auch nichts. Ist ja auch die erste seit 2 Monaten. Müssen wir auch was nachholen hier, ne? Am besten wären natürlich die Narkosemittel. Aber das kann ich noch nicht. Ich warte mit der Benommenheit jetzt so, bis die ungefähr auf 10 runter ist. Und gebe dem dann wieder eine Narkobeere. Viele Tiefer möchte ich nicht sinken lassen, falls jetzt plötzlich mal irgendwas ist. Ne, falls wir irgendwie angegriffen werden oder so, dann ist das zu schnell, dass der dann wieder aufwacht. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Hatte ich mir jetzt eigentlich schon ein Hemd gecraftet? Nee, ne? Nein. Aber jetzt. Das sieht doch sehr gut aus. Jetzt sind allerdings alle Mejo-Bären weg. Was er wahrscheinlich nicht so nett findet. Ich dürfte das jetzt alles ein bisschen langsamer gehen, aber ist ja eh bald. Einmal noch und dann passt das. Oder? Ja. Muss. Sehr schön. 3, 2, 1. Meins. Namen für Dodo. Er war männlich. Also heißt er Horst. Nebenbei sehr schön finde ich auch neuerdings, ne? Leute, ich muss einfach mal zeigen. Dodo aufheben. Man kann die Dodos aufheben und durch die Gegend tragen. Und dann mit der linken Maustaste wieder wegschmeißen sozusagen.
Ich finde das irgendwie mehr ein bisschen makaber, aber irgendwie auch doch ganz nett. Na, die gehört mir. Machen wir das Ganze so. Davon kriegst du 20. Davon kriegst du auch nochmal ein paar, dann hat er erstmal. Achso, ja, und weißt du außerdem? Nein! Genau. Und was nämlich außerdem? Weil was außerdem er kriegt, gutes Deutsch, ist hier Fleisch. Fisch. Verdirbt in 23 Minuten. Verdirbt in 1 Stunde 35. Und das gleiche gilt auch für das Fleisch. Da kriegt der Dodo jetzt jegliches Fleisch, außer das, was man gerade selber braucht. Und ist dann ein wandelnder Kühlschrank. Überlebenshinweis Nummer 1. Zählt euch einen Dodo. Ach, das ist Öl, ne? Ist das das blau leuchtende vielleicht von oben? Ne, kann eigentlich nicht sein, oder? Ach, guten Tag. Hey Piranha. So. Eine sehr erfolgreiche Folge. Wandern haben wir ausgeschaltet, ne? Genau, aktiviere Wandern zum Paaren, genau. Ist aber jetzt mit zwei Männlichen eh nicht so das Wahre. Denn ihr könnt es versuchen. Wird aber nichts. Ich gehe nochmal hier schauen. Bei den Kleinen. Hey, ich wüsste, ob ich da heile hin und wieder zurückkomme, ohne abzukratzen. Weil ich nicht weiß, ob die schwimmen können, weil eigentlich können die hier alle locker rumlaufen, ne? Oh, können die sogar wirklich. Hätte ich vielleicht jetzt nicht zeigen sollen, ne? Ah, da kommt wieder einer. Ich weiß ja nicht, ob es Menschen oder Weiben sind oder ob sie mich jetzt angreifen wollten oder nicht. Ah ja, meine Fäkalien. Erstmal aufheben. Aber ich finde eher. Also die Musik ist ja nicht da, als würden die mich angreifen wollen. Zu dem Strahl schaffe ich leider nicht lebend. Ohne Floß. Es ist ja ein bisschen schwierig. Naja, jetzt mal wieder zurück zum Haus, denn nichtsdestotrotz ist die Folge jetzt doch schon zu Ende, nicht? Man mag es kaum glauben, aber so ist es nun mal. Bis in 2 Monaten, nein, Scherz, die nächste Folge kommt auf jeden Fall früher. Ich habe mir fest vorgenommen, ich gehe mal hier ins Haus, schließe die Tür, stelle mich auf die Kiste, um einen guten Überblick zu haben. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, was haben wir alles geschafft? Haus ein bisschen gebaut. Ein Spino-Ei. Jetzt haben wir schon ein Pteranodon-Ei, ein Parasaurus-Ei und ein Spino-Ei. Die Stimmbeeren kommen hier rein, die Fäkalien kommen hier rein, das verdorbene Fleisch kommt da rein. Und die Kohle, die Holzkohle. Und die Azulbeeren-Samen. Sehr schön. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage einfach mal bis zum nächsten Mal bei Ark Survival Evolved hier in der Center Map in den alten Ruinen von Arkonien oder so. Bis dann und nochmal erst bis dann und verdammt, kann mich nicht erleichtern. Ich dachte, es wäre eine schöne Verabschiedung gewesen. Einfach mal erst einen hinzulegen. Egal. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordoron. Los. Scheiß in der Ecke. Scheiß in der Ecke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.